Die WM 2018 geht endlich los und das ist der erste Teil des ersten Spieltages. Der zweite Teil kommt am Donnerstag oder am Freitag mit Deutschland dann auch. Wenn euch das Ganze interessiert, würde ich mich über ein Abo natürlich freuen oder eine positive Bewertung. Wie gesagt, wenn es euch am Ende gefällt, ihr findet hier die Timestamps, dann müsst ihr nicht unbedingt alle Spiele, die euch vielleicht gar nicht interessieren, anschauen. Auf jeden Fall danke fürs Zugucken. Oben in der Videobeschreibung bzw. unten in der Videobeschreibung ganz oben ist nochmal das WM-Tippspiel verlinkt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da noch einige hinzukommen würden. Und denkt immer dran, ich bin kein ausgebildeter Kommentator oder ich kenne auch nicht alle Spieler komplett in- und auswendig mit den jeweiligen Aussprachen. Wenn da mal ein Fehler drin ist, nehmt mir das nicht zu krumm. Könnt euch gerne drüber lustig machen oder was auch immer. Aber naja, es ist nicht böse gemeint gegenüber dem Spieler dann, was auch immer. Jetzt geht's aber los mit Russland gegen Saudi-Arabien. Viel Spaß dabei, let's go! Das Auftaktspiel am Donnerstagabend zur WM 2018 in Russland war natürlich mit dem Gastgeber bestückt. Russland gegen Saudi-Arabien hieß es am Donnerstagabend, aber die bessere Anfangsphase gehörte erstmal den Gästen. Akinfeev muss nach 9 Minuten schon eingreifen gegen diesen schwachen Kopfball, aber ohne größere Probleme. Russland tat sich schwer, etwas nervös im eigenen Land in der WM. Dann kommt erstmal der Ball nicht richtig aus der Gefahrenzone und dann Golovin im Endeffekt, der den Ball aber nur ans Außennetz hämmern kann. Schwache Auftaktphase in dieser Partie, die sicherlich etwas mehr zu bieten schien. Zumindest zu Beginn hätte man Russland besser gesehen. In der 40. Minute gab es dann aber die nächste Möglichkeit. Miranchuk auf Smolov, aber dann kann sich auch mal der Keeper von Saudi-Arabien auszeichnen. Zum Eckstoß pariert er diesen Ball. Der war etwas zu unplatziert geschossen, um genau zu sein. Genau in die Mitte und dementsprechend auch keine Gefahr. Zweiter Durchgang. Russland erhöhte den Druck. Sie müssen hier als Auftakt sicherlich eine bessere Leistung hinlegen. Und als gastgebendes Land kann man das auch erwarten. Saudi-Arabien geriet zu mehr Zeitpunkten unter Druck und konnten sich dann mal befreien. Und dann ist auf einmal Aziri völlig frei vor Akinfeev. Der Ball erstmal noch nicht aus der Gefahrenzone endgültig geklärt. Eine super Doppelchance. Und um ein Haar hätte hier der Außenseiter mit 1:0 geführt. Russland tat sich extrem schwer. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Nochmal ein Eckstoß. Samedov bringt den rein. Granat vor die Beine von Dadaschow, aber auch das war zu schwach und so geht das Auftaktspiel der WM 2018 torlos mit 0:0 zu Ende. Ein Riesenerfolg für Saudi-Arabien, für Russland ist das allerdings eher ein Albtraumstart. Das zweite Spiel der Gruppe A am Freitagmittag. Um 14 Uhr traten Ägypten und Uruguay gegeneinander an. Die Elf rund um Luis Suarez und Co. sicherlich der Favorit in dieser Partie. Aber bei Ägypten konnte trotz der Schulterprobleme Salah mitmischen. Die erste Chance gehörte aber den Südamerikanern. Da fehlte nicht viel. Und dann ein Fehler. Salah ist das, der den Ball erobern kann. Hassan mit dem Abschluss. Aber auch eine tolle Parade von Muslera im Tor von Uruguay. Und vor der Pause kam dann nochmal der hellblau gekleidete Luis Suarez. Was für ein Tor. Das erste in der WM 2018 war jetzt erzielt. Sein erstes Tor dementsprechend auch in diesem Wettbewerb. Konnte aber schon in zuvor gespielten Weltmeisterschaften treffen. Sein sechstes insgesamt in diesem Wettbewerb. Aber vor der Pause kam dann nochmal Ägypten. Am zweiten Pfosten steht dann Ramadan Zoubi völlig frei. Ausgleich. Sein allererstes WM-Tor steht am zweiten Pfosten zu frei und kann dann den Ausgleich markieren. Zweiter Durchgang. Die Riesenmöglichkeit für Ägypten zum Führungstreffer, aber zu schwach geschossen. Da wäre deutlich mehr drin gewesen. So kann Muslera den Ball ohne große Probleme abfangen. Dann gab es in der 64. Minute Strafstoß. Cavani stellt da den Fuß gut rein, wird auch gefoult. Luis Suarez nahm sich der Sache an. Doppelpack, jawohl. 64. Spielminute sein. Jetzt 7. WM-Treffer in seiner Karriere. Macht ihn ganz locker rein.
Der ist auch perfekt platziert, auch wenn die Ecke geahnt wurde. Da ist nichts zu halten. Sehen wir nochmal hier in dieser Einstellung aus der Hintertorkamera. Fast wäre noch dran gewesen. Aber da konnte er nicht mehr schnell genug da sein. Und dann krönte Suarez seinen Auftritt noch in der 78. Spielminute. Machte er den Deckel drauf. Ein Hattrick, nicht lupenrein, aber drei Dinger zum Auftakt der WM können sich sicherlich sehen lassen. Also, das erste Spiel, das ein Sieger in der WM vor unsere Augen führt, ist Ägypten gegen Uruguay. Luis Suarez schießt seine Mannschaft zum 3:1 Erfolg in der Gruppe A. Marokko gegen Iran am Freitag um 17 Uhr. Nicht unbedingt das attraktivste Spiel, wenn man das auf dem Papier so betrachtet, aber es wurde durchaus unterhaltsam, denn Marokko hat ja durchaus den ein oder anderen bekannten Star bei sich in der Mannschaft, unter anderem Younes Ballon d'Or, 21. Spielminute, sein erstes WM-Tor, überhaupt erst seine erste WM, an der er teilnimmt, Flugkopfball, und so stand es dann nach 20 Minuten 1:0 für Marokko, aber Iran spielte auch durchaus mit, doch die Möglichkeiten hatten die Marokkaner. Nächste Möglichkeit, Ziyech versucht es da per direkter Freistoß, schrammt ganz haarscharf links am Tor vorbei. Vor der Pause kam dann aber auch mal Iran zu einer guten Möglichkeit und was für eine, und was für eine, Bounou mit dem Fehler und Sadar Azmoun macht den Ausgleich. 45. Spielminute, das Ergebnis war egalisiert, auch wenn Marokko den besseren Auftritt machte. Sie sehen es an der Kamera, es war nass an diesem Freitag Frühabend und so ist dann Bounou mit dem Fehler da, kann den Ball nicht mehr entscheidend halten und dann um ein Haar Buhadus spielt er bei St. Pauli aus spitzen Winkeln, toller Abschluss, aber auch gut gehalten. Langsam wurde die Zeit enger und es lief so ein bisschen auf ein 1:1 heraus, weil beide nicht die entscheidenden Fehler machen wollten und auch nicht die entscheidenden Akzente nach vorne setzen konnten. Hier wieder ein Abschluss, aber auch das deutlich zu ungefährlich. Da kommt nicht viel Angst auf im Tor von Marokko. Und so kam sie eine Viertelstunde vor dem Ende zur letzten besten Möglichkeit. El Hamadi macht das auch. 76. Spielminute, das 2:1, das letztendlich auch die Entscheidung bedeutete. Marokko gewinnt also zum Auftakt in Gruppe B mit 2:1 und schießt sich damit erstmal in eine gute Ausgangslage. In dieser Gruppe essentiell ja zu gewinnen in diesen Duellen. Iran verliert und hat damit eine Mammutaufgabe vor sich. Aber Marokko kann sich zumindest kleine Hoffnung aufs Weiterkommen in die K.O.-Phase machen. Sicherlich die beiden Top-Favoriten in dieser Gruppe B, Portugal und Spanien, am ersten Spieltag schon gegeneinander. Durch den Sieg von Marokko war klar, einer von den beiden Teams wird nicht auf einem Qualifikationsplatz zur K.O.-Phase stehen, aber das ist nach dem ersten Spieltag auch erstmal egal. Die perfekte Auftaktphase gehörte hier aber den Portugiesen. Spanien ja tendenziell etwas besser auf den Wettpapieren zu stehen, aber bei solch dicken Fehlern kann dann auch der beste Torwart nichts machen. Auf der anderen Seite kam aber postwendend der Ausgleich. Auf der anderen Seite war es André Silva. Hier ist es David Silva, der trifft. 18. Spielminute. Das 1:1 war geschaffen. Toller Abschluss. Links rein. Nicht zu halten für Rui Patricio. Auch wenn er sich streckt, wie er will, da kann er nichts machen. Es war eine sehr unterhaltsame Partie. 26 Minuten gespielt. Nächste Möglichkeit. Aber toll aufgehalten von David De Gea im Kasten, streckt da den Arm aus und kann das Tor verhindern. Wir springen in den zweiten Durchgang, Spanien wurde jetzt besser, Isco ist das eingewechselt und auf Spitzenwinkel macht er den Führungstreffer. 51. Spielminute, diesmal ist Rui Patricio nicht komplett ohne Chance, sieht da unglücklich aus. Aber ist auch stark gemacht, da stellt sich die Verteidigung auch nicht allzu gut an. Und dann geht der Ball über die rechte Hand hinweg von Rui Patricio ins lange Eck. War auch ein starker Schuss, kann man nicht anders sagen. Halbe Stunde vor dem Ende, Portugal wollte den Ausgleich. Quaresma eingewechselt und dann André Silva. Und der kullert dann ganz knapp
am langen Pfosten vorbei gegen die Laufrichtung von De Gea. Da hätte durchaus das 2:2 fallen können, aber auch etwas Glück in der Situation dabei. Und dann auf der anderen Seite, Spanien war kühler, und zwar Isco hier, der den Ball behaupten kann, spielt kein Foul. Diego Costa leitet weiter auf Thiago und der macht das 3:1. 72. Spielminute, der Europameister von 2016 scheint das Auftaktspiel in der Gruppe B zu verlieren. Sie gaben sich aber nicht auf und hätten sogar noch das 2:3 schon mal erzielen können. Moutinho schrammt aber auch ganz knapp vorbei. In der 90. Spielminute erzielte nicht mehr das 2:3 und dementsprechend war auch das 3:3 unmöglich. Spanien gewinnt zum Auftakt in der Gruppe B mit 3:1 und setzt sich damit auf den ersten Tabellenrang in dieser Gruppe. Der Favorit in dieser Partie ist ganz klar gesteckt. Frankreich gegen Australien, da ist der Europa-Vizemeister von 2016 sicherlich derjenige, der hier gewinnen muss. Aber die bessere Anfangsphase hatte überraschenderweise Australien. Hugo Lloris muss da eingreifen. Lecky legt überragend vor und das muss normalerweise schon der Treffer sein. Der wäre drüber gegangen, aber Lloris geht trotzdem ran. Aus der Ecke ist nichts entstanden. Frankreich tat sich extrem schwer und Mbappé dann mit der ersten Möglichkeit testet Ryan, aber viel muss er sich da nicht gefallen lassen bei diesem Schuss. Macht er ganz souverän. Zweiter Durchgang. Frankreich war bemüht, Mbappé mit der nächsten Möglichkeit, aber viel mehr sprang dann im Endeffekt auch nicht raus. Ein sehr enttäuschender Auftritt der Franzosen per Flugkopfball, aber auch der aus dem Winkel zu versenken, nahezu unmöglich. Griezmann dann mit einem Geniestreich auf Mbappé und der mit der dritten Möglichkeit. Langsam muss er den auch mal reinmachen. Der zweite eben war noch etwas schwieriger. Das muss klar das 1:0 sein. Und so kam dann auch immer wieder Australien zu Möglichkeiten. Mondi macht ihn selber heiß. Und dann muss es eigentlich von Jamie McLaren das 0:1 sein. Es wäre nicht verdient gewesen, aber sie kämpften. Und dementsprechend wäre es durchaus möglich gewesen. 83. Spielminute. Frankreich mit einer guten Freistoßposition. Vielleicht ja per Standard. Nabil Fekir macht es aber symptomatisch für diese Partie viel zu schwach. Haut den Ball über die Querlatte hinweg. Da muss man sich schon was Besseres einfallen lassen, um Australien, die sich ja auch irgendwie qualifiziert haben, zu schlagen. Und dann gab es tatsächlich nochmal die Möglichkeit für Matthew Lecky per Fallrückzieher versucht er es da oder Seitfallzieher gegen Lloris. Der ist dann auf der Hut und so geht es im Endeffekt 0:0 aus. Das 2:0 schon in der ersten Spieltagsrunde. Frankreich und Australien trennen sich überraschenderweise torlos mit 0:0. Peru gegen Dänemark. Eine Partie eventuell der zwei kleinen Geheimfavoriten. Man darf beide sicherlich nicht unterschätzen. Und insbesondere Dänemark ist durch seine individuelle Klasse sehr gefährlich. Das bewiesen sie nach 11 Minuten durch Thomas Delaney. Viel zu einfach geht das. Aus spitzem Winkel macht er den Ball dann rein ins kurze Eck. Wenig zu halten. Halbe Stunde gespielt. Dänemark immer wieder gefährlich. Jürgensen versucht es da. Galici im Tor von Peru ist aber dann auch rechtzeitig da und kann den Ball rausfischen. Zweiter Durchgang. Peru wurde jetzt auch langsam mal effektiv nach vorne. Und dann der erste Abschluss, der so ein bisschen in das Tor Umgebungsfeld von Peter Schmeichel kam, aber zu schwach. Viertelstunde noch zu gehen. Es schien alles auf dieses 1:0 hinauszulaufen. Cornelius vergibt diese Riesenmöglichkeit zur Entscheidung und so stand es bis tief in die Nachspielzeit 0:1. Und dann, wie es kommen musste, nochmal Peru. Verfahren wird abgewehrt, aber nochmal fällt ihm der Ball vor den Fuß. 93. Spielminute. Jefferson Verfahren mit dem Ausgleich und was für ein Ende in dieser Partie. Sicherlich sehr bitter für Dänemark, die ja durch diese Großchance eben das 2:0 hätten machen müssen. Aber Fafan ist immer auf der Hut. Ein bekanntes Gesicht der Bundesliga, ja bei Schalke lange gewesen. Markiert hier den Ausgleich. Schmeichel ärgert sich zurecht und so geht diese Partie
im Endeffekt nicht ganz zu Unrecht mit 1:1 unentschieden zu Ende. Argentinien gegen Island, das ist der Vize-Weltmeister von 2014 gegen den Überraschungs-K.O.-Runden. Spieler aus Island der EM 2016. Sie waren hier dennoch unterlegen im Spiel lange Zeit gegen Argentinien, kam erst nach einer halben Stunde zu den ersten Möglichkeiten. Gudmundsson, Otamendi kann den Ball nicht klären, nochmal Gudmundsson. Testet dann Romero, der den Ball aber aus Spitzenwinkel auch halten muss, macht das, klärt den Ball zur Ecke, aus dieser entstand dann nichts. Argentinien war die bessere Mannschaft und es fehlte eigentlich nur der Treffer. Wir springen in den zweiten Durchgang von Messi, war noch gar nicht so viel zu sehen. Dann dieser Ball auf Higuain, ein gutes Zusammenspiel, Messi auf Paolo Dybala wird nicht richtig angegangen, aber etwas sinnbildlich steht dann Lionel Messi im Schussfeld, sodass der Ball überhaupt nicht in Richtung Gehäuse wirklich gefährlich unterwegs war. Die Zeit lief so ein bisschen davon und Argentinien wollte gerne den Treffer erzielen, Dybala. Aber auch hier wieder nichts zu machen. Haldorsson, ein überragender Keeper. Seine 7. Parade war das schon mit seinen 34 Jahren. Klasse Rückhalt an diesem Abend. Di Maria dann, eine Viertelstunde vor dem Ende mittlerweile eingewechselt. Otamendi, Kun Agüero. Aber auch das zu schwach, um Haldorsson, der überragend war an diesem Abend, nochmals erwähnt, zu überlisten. Und dann um ein Haar doch das 1:0 für die Außenseite. Aber es trifft nur im Endeffekt die Latte. Das dritte 0:0 am ersten Spieltag zwischen Argentinien und Island ist im Endeffekt schmeichelhaft für die Isländer. Kroatien gegen Nigeria, da hätte man vielleicht vor 10 Jahren auf dem Papier gesagt, ja, wen interessiert denn diese Partie? Aber wenn man sich die einzelnen Stars dieser Mannschaften anschaut, dann hat man schon Lust auf diese Partie. Und es war eine durchaus unterhaltsame, aber sehr einseitige Onasi mit der Vorlage auf Alex Iwobi nach 16 Minuten das 1:0 für Nigeria. Es war schon die dritte Großchance in dieser Partie für die Nigerianer. Völlig perplex, die Kroaten, warum auch immer, konnten ihr Spiel um Luka Modric nicht aufziehen. John Obi Mikkel nach 34 Minuten dann schon mit dem 2:0. Es war Wahnsinn, was sich an diesem Spieltag ereignete. Klasse Treffer unten rechts rein. Rakitic und Lovren können nur hinterher schauen und sind bedient. Es war ein rabenschwarzer Tag. Und so ging es dann weiter vor der Pause. John Obi Mikkel auf Victor Moses. Klasse Treffer. 0:3 in der ersten Halbzeit. Und die Partie war damit schon nach den ersten 45 Minuten so gut wie entschieden. Klasse gemacht. Ein toller Treffer. Aber so darf sich Kroatien nie im Leben anstellen. Dann symptomatisch im zweiten Durchgang. Kovacic schießt Mandzukic an, das wäre durchaus gefährlich geworden, aber der steht eben im Weg, der Nachschuss dann ans Außennetz, auch wiederum zu ungefährlich. Die Zeit lief davon, das 3:3 rückte immer in weitere Ferne, Kramaric hätte diesen Ball hier reinmachen müssen, um dann nochmal Hoffnung aufkeimen lassen zu können, aber das ist nicht geschehen mit Außenriss, der Ball wäre wohl auch vorbeigegangen, aber der Eckstoß brachte nichts ein und so in der 90. Minute für Nigeria doch noch das 4:0. Sie verteidigten im zweiten Durchgang leidenschaftlich, ließen nicht mehr so viel zu und Kelechi Iheanacho, bei Leicester ja in der letzten Saison gespielt, mit dem 4:0 per Abpraller macht er das Ding und entscheidet diese Partie. Ein überragendes Spiel der Nigerianer und Luka Modric und Co. müssen sich fragen, wie das Ganze hier so zustande kommen konnte. Jo, das war der erste Spieltag, beziehungsweise der erste Teil des ersten Spieltages. Wundert euch nicht, da steht zwar rechts Frankreich gegen Dänemark 0:0. Eigentlich war es Frankreich gegen Australien 0:0 und Peru gegen Dänemark 1:1. Lasst euch davon nicht irritieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. In der Videobeschreibung ist noch das WM-Tippspiel verlinkt. Würde mich freuen, wenn da einige von euch noch mitmachen würden. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Dann kommt der zweite Teil am Donnerstag oder am Freitag, dann auch mit Deutschland. Bis dann, danke fürs Zuschauen und ciao.